So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Mystic Quest Legend. Ja, im letzten Part haben wir das Spiel angefangen und haben unsere Aufgabe erhalten. Wie viele Kristalle waren es? 4? 7? 5? Ich weiß es nicht mehr, zu suchen. Und ja, wir sind in Forest angekommen und haben Kalia ins Team bekommen. Und ich bin in den Wald und ja, da habe ich wahrscheinlich was getriggert, was ich nicht hätte triggern sollen. Naja, ich habe vorsichtshalber mal einen Safe State gemacht. Mich kann also nichts passieren. Also, hehe, Überraschung! Er hat mich vergiftet! Vergiftet! Genau wie die Bäume! Okay. Oh, diese Musik! Ja, und da sind wir auch in unserem ersten Bossfight, nämlich gegen den Minotaurus. Oh yeah, diese Musik. Da kriege ich Gänsehaut bei dieser Musik, das ist... Ah, geil! Und in Bossfighten mache ich es immer so. Oder habe ich aus dem Let's Play gelernt. Übrigens vom lieben Herrn DK habe ich das Let's Play geschaut. Könnt ihr ruhig mal vorbeischauen, wenn es euch interessiert. Man in den Kämpfen immer auf Automatik umstellt. Also man kann ja die Kalia auf Automatik stellen, dann macht sie selber ihre Züge, oder man kann sie auch manuell stellen, kann man natürlich selbst auswählen, was sie tut, und das werde ich doch mal tun. Und wir greifen erstmal an. Ich will erstmal schauen, wie viel Schaden der Kollege macht. Alpenjodler. Okay. Lights up, wer ist geschwächt? Ah ja. Die Musik ist total geil. Und Umschlag. Eieieiei, du machst Schaden, Kollege. So, ich würde sagen, wir setzen mal einen Kraftzauber auf Kalia ein. Mal sehen, wie viel das heilt. Kraftzauber. Oh, 79. Wow. Alter, das heilt ja verdammt viel. Ach, übrigens, unten habe ich noch gar nicht erwähnt im letzten Part. Oh, der macht Schaden. Gott, macht der Schaden. Unten sieht man ja so Strichelchen. Und die Strichelchen sind insgesamt 40 HP. Und ich habe gerade Angst, wenn der meinen Held angreift, dass ich dann eventuell tot bin. Das heißt, ich werde mal meinen Held trotzdem heilen. Und Kalia greift einfach an, weil die macht einfach übelsten Damage, ne? Weil, wenn der nämlich mich angreift, dann könnte ich eventuell schon tot sein. Und das möchte ich nicht riskieren, ehrlich gesagt. Aber er wird schon ein bisschen böse, unser Kollege. So, unser Held heilt wieder mal Kalia und Kalia greift einfach an. Donneraxt. Boah, zum Glück hat er das nicht getroffen, ey. Sonst wäre sie nämlich tot. Glaube ich. Oh, da hatte ich jetzt echt schon verdammt Glück in dem Kampf, muss ich ja sagen. Rundumschlag. Ach du Heilige. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schwerer Treffer, 110 Schaden und da geht er down. 102 Erfahrung ab 30 Goldmünzen. Cooler Scheiß. Was ist passiert? Sobald ich das Kraftelixier genommen habe, geht es mir wieder gut. Aber das Kraftelixier ist im Sandtempel. Macht euch keine Sorgen, ich werde es finden. Nimm die Axt an dich, bevor du gehst. Axt erhalten. Ich werde zurückkommen. Ja, das war Kalia. Okay. Ja, jetzt haben wir eine Axt und ich glaube, die Axt ist sogar stärker als... Ach, übrigens, wir haben eine Rüstung an. Eine Eisenrüstung, die macht 6 Abwehr. Und Waffen, natürlich ist die stärker, die Axt. Und ja, die... Wie kann ich denn die wechseln? Die konnte ich auch irgendwie wechseln. Ah, mit L und R, okay. Okay, und mit der Axt können wir natürlich jetzt die lustigen Bäume hier zerdreschen. Kann ich Gegner auch angreifen? Nein, kann ich natürlich nicht. Ja, und ich wollte eigentlich erstmal die ganzen Gegner töten, bevor Kalia verschwindet. Aber gut, da habe ich einen kleinen Fail begangen. Naja, egal. Halb so wie, halb so schlimm. Ach, diese Musik. Das ist schlimm. Ja, und wie gesagt, es ist immer noch offen, ne, dass ihr in die Kommentare schreibt, ob ich die Kämpfe drin lassen soll oder ob ich sie rausschneiden soll oder verschnellern soll, ne? Bitte schreibt's mir in die Kommentare, weil sonst weiß ich wirklich nicht, wie ich das machen soll. Wäre echt toll, da mal eure Meinung zu erfahren. So, aber in dem Part, wie gesagt, lasse ich noch die Kämpfe komplett drin.
Das müsst ihr dann entscheiden. Da lasse ich euch vollkommen die freie Wahl. Wir haben im Übrigen jetzt schon Stufe 3. Ich hätte mal vorher die ganzen Gegner machen sollen. Ich Idiot. Naja, egal. Wie gesagt, das ist ein Blind-Spiel und... Na gut, Half-Blind, weil ich es ja schon mal gesehen habe. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. So, hier ist übrigens eine Kiste mit Krafttränken. Ja, da werde ich mal einen benutzen übrigens. Wir haben schon 27 Stück. Ach du Heilige. Schön. Aber ich habe gemerkt, die Kraftzauber sind noch effektiver als die Krafttränke. Also heißt, die muss ich mir ordentlich aufsparen. Hallo Gegner, na? Wie geht's dir? Die Musik hat Stil. Also echt, diese Musik in diesem Spiel, die ist einfach nur göttlich. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber die Musik, die hat's einfach drauf. Obwohl die Kämpfe so nicht sehr spannend sind, aber ich finde sie auch toll. Mein Gott, warum nicht, ne? Ist zwar stures Argekloppe, aber... Mein Gott, das war halt früher so. Ah, wir haben übrigens den Heiltrank gehalten. Ich weiß gar nicht, was der macht. Was hat der nochmal gemacht, Heiltrank? Ich glaube, der heilt Statusveränderungen wie Vergiften oder sowas. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, das war so. So, hier gibt es wieder Krafttränke, die nehmen wir natürlich mit. Warum auch nicht, ne? So, hier machen wir mal eine Abkürzung. Und dann machen wir hier noch... hauen wir die Gegner noch um. Hi. Na, wie geht's euch? Drei Schleimis. Kein Problem. Die kloppen wir einfach weg. Zack. Ja, unsere Axt ist natürlich jetzt übermächtig gegen die Gegner, ne? Weil, ihr seht schon, die haben null Chance gegen unsere Axt. Es gibt übrigens auch Gegner, die sind anfällig gegen einen bestimmten Waffentyp. Also, wird auf jeden Fall noch... interessantes Spiel. Also finde ich jetzt. Weiß nicht, ob es so interessant für euch ist. Ich finde es aber immer ein wunderschönes Spiel. Ah, das gefällt mir jetzt schon. Obwohl später wirklich ein Haufen Gegner kommen, muss ich ja mal sagen. Oh Gott, ach du Heilige. Oh mein Gott. What the fuck? Das war böse. Das hat ordentlich Schaden gemacht. Wow. Okay. Heilige! Ich nehme lieber noch einen Krafttrank. Man weiß ja nie. Alle könnt ihr mal aufhören, mich anzugreifen, ihr Ekelhaften. Ich greife euch jetzt an. So. Wusch. Ja, wir wurden aufgelevelt. Ah, ist das toll. Wir sind schon Level 4, glaube ich. Ne? Schön. Aber ich glaube, jetzt habe ich auch alles mitgenommen, oder? In diesem Wald? Oder ist hier noch was? Nee, da gehe ich raus. Das war ein Fail. Jetzt sind nämlich die ganzen Gegner wieder da. Oh, dumm! Das war dumm. Egal, die lasse ich jetzt aber aus, weil ein zweites Mal muss ich die Gegner nicht unbedingt machen. Ne? Wenn ich grinden will, dann mache ich das später mal. So, kann ich jetzt eigentlich nach Foresta? Kann ich da jetzt noch was machen? Ich weiß es nicht. Ja? Wo ist... Liegt die Kalia jetzt im Bett, oder was? Pass auf dich auf! Weil die ist ja jetzt krank geworden. Die Krafttränke nehme ich mir natürlich mit. Die sagt auch, pass auf dich auf. Okay. Weil wir müssen ja jetzt ein Lebenselixier für die besorgen, ne? Weil die wurde ja vergiftet vom Minotaurus und... Ja, ne? Und so... Da oben waren auch irgendwo noch Krafttränke, ne? Ja. Ich nehme aber erstmal mein kostenloses Inn mit. Ne? Warum nicht? Da werden nämlich auch meine Maki-Punkte, kann ich euch ja auch mal kurz zeigen, wieder aufgefüllt. Ey, wir haben jetzt schon 6 göttliche Ladungen. Cool. Und 3 teuflische und 1 kosmische. Was teuflische und kosmische sind, dazu später mehr. Aber wir können jetzt schon 6-mal den Kraftzauber machen. Finde ich super. Finde ich echt toll. Und man kann nie genug, Ladungen haben in diesem Spiel. Das wird noch ganz wichtig. So, hallo, alter Mann. Kalia kann mit den Baumgeistern sprechen. Ah, ja. Aber ich glaube, hier gibt's für mich nichts mehr. Das heißt, ich gehe einfach mal weiter, nicht wahr? Ja, weil, ne? Das hat keinen Zweck hier. Ach, eins habe ich vergessen. Moment.
Nämlich hier unten gab's so ein paar Bäume, die können wir natürlich jetzt mit unserer Axt so ein bisschen wegsäbeln. Und da ist nämlich eine Kraftranktruhe. Ja, ja. Heißt, da könnte ich eigentlich auch schnell... Fühle ich sich eigentlich wieder auf, wenn ich in so ein Haus reingehe? Das wäre interessant. Aber ich glaube nicht, oder? Das wäre zu krass. Ja, das wäre zu krass. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt einfach weiter. Weiter. Und hier ist auch eine Eigenheit des Spiels, nämlich ist hier ein Schlachtfeld. Und was ein Schlachtfeld ist, natürlich das, was es sagt. Hier kommen 10 Gegner am Stück und die müssen wir einfach umknüppeln. Und wir müssen jetzt gegen neue Gegner kämpfen. Und zwar sind das die Amokbäume. Und die sind bestimmt anfällig gegen Äxte, oder? Natürlich. Natürlich. Ja, das heißt, die haben einfach null Chance und die knüppeln wir einfach so weg. Zack, ins Gesicht. Jawohl, das war gut. Ja, das kann jetzt unter Umständen den ganzen Part dauern, ne? So Kampffelder. Würde mich auch interessieren, ob ich die drin lassen soll oder ob ich nur die eventuell rausschneiden soll und die normalen Kämpfe drin lassen soll. Schreibt unbedingt eure Meinung, würde mich echt interessieren. Ne? Weil da erspare ich mir eine Menge Parts durch, aber es geht auch ein bisschen eine Menge vom Spiel verloren, ne, wenn man die Kämpfe einfach rausschneidet. Also müsst ihr entscheiden. Oder ich kann natürlich, wie gesagt, die Kämpfe einfach verschnellern. Aber dann geht die schöne Musik drauf. Also man kann nicht alles haben, ne? So, wir haben übrigens schon 3 Gegner mir geglaubt. Und hier kommt der 4. Anscheinend besteht das Kampffeld aus nur einem einzigen Gegner, nämlich die Amokbäume. Ja, warum nicht, ne? Kann man schon machen, aber... Ja, jetzt treffe ich dich. Held, du solltest dir ein bisschen Zielwasser besorgen. Wäre echt toll von dir. Jawoll. So, nächster Gegner tot. So, bleiben noch 6 Kämpfe übrig. Diesmal wieder 2 Bäume. Ja, ist schon Abwechslung pur, ne? Diese Kampffelder, muss man schon sagen. Also wirklich, ich glaube, diese Kampffelder, die werde ich wirklich rausschneiden. Wenn ich das so sehe. Aber wenn ich da einfach nur 10 Minuten oder so... Ah, ein neuer Gegner. Cool. Ein Kloakenfrosch. Ja, was auch immer. Ich greife ihn einfach mal an. Ich treffe erstmal nicht. Schön. Und ich sollte langsam mal meinen Held heilen. Ungeziefer. Schwerer Treffer. Ja! Denn wir geben natürlich nicht auf. Da bin ich schon mal das erste Mal gestorben. Ach, ist das toll. Aber man kann zum Glück die Kämpfe immer wieder wiederholen. Also... Alter, kannst du mal aufhören? Was zum Teufel? Könnt ihr mal mit euren schweren Treffern bitte aufhören? Alter, was zum Teufel? Jetzt bin ich 2-mal gestorben. Ich bin aber auch zu geizig, in einen Drang einzusetzen. Das ist schlimm. Egal, den Kampf mache ich jetzt noch. Alter, hörst du auf? Okay, ich mache ja schon eine Magie. Komm. Kraftzauber. Hey. 110 heilt das. Wow. Alter, Kraftzauber, ne? Das gefällt mir. Ich bin schon 2-mal gestorben. Was soll das? Komm doch dort. Ja, sonst passiert, glaube ich, nichts, wenn man Game Over geht. Ich glaube, Geld verliert man auch nicht oder so. Naja. Ich greife auf jeden Fall erstmal die Frösche an, weil ich glaube, die können vergiften. Und das möchte ich jetzt nicht unbedingt abbekommen, ne? So eine Vergiftung, weil... Blark. Und so. So, noch 3 Kämpfe. Aber echt, diese Gegner, die haben keine Chance. Ich weiß nicht, wie viel Schaden wir mit dem Schwert machen würden, aber mit der Axt machen wir auf jeden Fall ordentlich Schaden. Schwerer Treffer, ach du Heilige. Kann ich eigentlich im Kampf? Ja, ich kann im Kampf auch die Waffe wechseln, das ist toll. Ich setze aber noch einen Kraftzauber ein, weil die Kraftringe möchte ich erstmal noch ein bisschen horten. Damit ich dann... Weil wenn wir momentan noch ein kostenloses Gasthaus zur Verfügung haben, ne, muss ich das auch ausnutzen. So, 2 Kämpfe noch übrigens. Dip,
Aber die Schlachtfelder sollte man unbedingt mitnehmen, weil das sind ordentliche Level-Stationen, die man in den späteren Dungeons sehr gut gebrauchen kann. Oh ja, da kommt noch ganz viel Spaß auf mich zu. Schwerer Treffer, ach du heilige, 400 Schaden fast, yo. Ist klar. So, dann haben wir ein Kampffeld erledigt und da habe ich es jetzt leider weggeklickt. Aber dann bekommen wir immer ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Geld zusätzlich. Und da drüben seht ihr schon das nächste Schlachtfeld. Aber wir sind jetzt erstmal hier im Sun-Tempel. Und ich würde sagen, den mache ich doch noch ein bisschen, ne? Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Denn hier ist eine Schatztruhe. Hi. Sie ist leer. What the fuck? Okay. Na, suchst du was? Ja, ich brauche das Kraftelixier. Das Elixier ist in der Knochenhöhle. Wo ist diese Höhle? Na, ich bin hier. Ich werde dich begleiten. Okay. Tristan schließt sich dir an. Yeah, cool. Ja. Ihr seht schon, Tristan ist Stufe 7. Und er hat einen Wurfstern anscheinend. Okay. 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 Warum nicht? Und da haben wir gleich das nächste Kampf-Schlachtfeld. Toll. Und hier oben haben wir die Knochenhöhle. Ich schau mal kurz rein. Ah ja, das ist quasi unser erster richtiger Dungeon. Und ihr seht schon, das sind am Anfang gleich 5 Gegner, die wir... ich erhöhe auf 7. Ja, also, ne, ihr wisst ja Bescheid. Soll ich die Kämpfe rausschneiden oder nicht? Das ist die Frage der Fragen. Das heißt, den Anfang von nächsten Part werde ich erstmal kämpfen müssen. Wenn ihr es wollt, dass ich die Kämpfe drin lasse, ja, das kann eine Weile dauern. Aber ich nehme nochmal zum Abschluss des Parts unser kostenloses Inn mit. Wo war denn jetzt das Inn? War das oben oder unten? Ich glaube unten. Aber die Musik ist toll. So, Kraftränke, jawohl, schön. Und dann schlafen wir noch eine Runde. Mit Tristan zusammen in einem Bett, warum nicht? Kann man alles machen. Was? Oh ja. So. Und dann nehme ich da unten noch die Truhe mit, natürlich, ne? Hallo, ich wollte... Ja, okay. Und hier sind nochmal Kraftränke drin. Und dann stelle ich mich gleich mal... Stelle mich gleich mal ans Schlachtfeld, damit ich dann bei der nächsten Aufnahme... Weil da mache ich jetzt wieder mal eine kleine Pause, weil ich habe wieder für eine Woche aufgenommen. Weiß ich dann gleich Bescheid. Ach, du musst Schlachtfeld machen. Okay, gut, Freunde. Aber ich würde sagen, das war's dann mal wieder für heute von Let's Play Mystic Quest Legend. Und ich würde sagen, man sieht sie dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.